Es ist schon einige Jahre her, als Thomas den Spott seiner Freunde und Kollegen ausgesetzt war, denn er verlor sein Herz ausgerechnet an Angelina. Anstatt sich mit Thomas zu freuen und ihm später zu seiner Entscheidung, Angelina zu heiraten, zu gratulieren, schüttelten alle nur mit dem Kopf. Manche tuschelten hinter dem Rücken des Paares und manche sagten Thomas direkt, dass er diese Frau doch nicht heiraten könne. Doch wir erzählen euch die Geschichte besser von Anfang an, denn dann werdet ihr verstehen, weshalb Thomas ein ganz besonderer Mensch ist, der schon längst nicht mehr verspottet wird. Thomas' große Liebe Angelina war als kleines Kind sehr dünn, fast schon zu dünn. Im Laufe der Jahre nahm sie jedoch stetig an Gewicht zu. Ob aufgrund von Krankheit oder auch von falscher Ernährung, das junge Mädchen legte stetig an Gewicht zu. Aus den spindeldürren Mädchen wurde eine junge Frau, die mit 22 Jahren 150 Kilogramm auf die Waage brachte. Trotz des hohen Gewichts war Angelina ein lebensfrohes Mädchen und körperlich fit. Sie war bekannt als sehr freundliche und mitfühlende junge Frau, die jedem gerne half und zudem mit ihrer Intelligenz punkten konnte. Doch als die junge Frau ihre schulische Ausbildung beendet hatte, kamen erste Probleme auf. Angelina bemühte sich darum, eine Arbeit zu finden. Sie bewarb sich motiviert bei zahlreichen Firmen. Sie hatte einen guten Schulabschluss und auch an Arbeitswille und Motivation fehlte es der jungen Frau nicht. Zwar wurde Angelina zu einigen Vorstellungsgesprächen gebeten, doch spätestens nach dem Vorstellungsgespräch erhielt Angelina eine Absage. Natürlich merkte die intelligente junge Frau, dass sie bei den Vorstellungsgesprächen gemustert wurde und sie spürte die verachtenden Blicke. Anstatt ihr eine Chance zu geben, bevorzugten die Arbeitgeber schlanke Mädchen, die den Schönheitsidealen entsprachen. Dabei spielte es keine Rolle, dass Angelina über eine sehr gute Ausbildung verfügte und nur die besten Noten hatte. Angelina begann an sich zu zweifeln. Und auch ihre Mutter war in dieser schwierigen Zeit keine wirkliche Stütze. Vielmehr sagte ihre Mutter, ich habe es dir gesagt, du musst unbedingt eine Diät machen, denn so wie du aussiehst, wirst du nie eine Stelle erhalten. Wach doch auf, Mädchen, und begreife, dass dich die Menschen so nicht akzeptieren werden. Angelina verfiel in Depressionen. Sie zog sich immer mehr zurück. Ihre Diätversuche scheiterten immer wieder. Ihre beste Freundin war ihre einzige Stützin und versuchte Angelina immer wieder aufzumuntern und zu trösten. Sogar die Suche nach einer Arbeitsstelle übernahm Angelinas Freundin und eines Tages ist es ihr gelungen, für Angelina eine passende Stelle zu finden. Sie motivierte Angelina, diese Stelle in einem namhaften Unternehmen in der Finanzabteilung. Im ersten Moment schien alles wie immer. Obwohl Angelina eine ansprechende Ausbildung hatte und für die Stelle perfekt geeignet war, merkte sie schnell, dass der Chef der Finanzabteilung sie nicht einstellen wollte. Doch in dem Raum war ein junger, gut gekleideter Mann anwesend. Er schien ca. 25 Jahre alt zu sein und trug einen gut sitzenden und teuer wirkenden Anzug. Als er mitbekam, dass der Finanzchef Angelina mitteilte, dass diese nicht ins Unternehmen passe, sagte der junge Mann zur Abteilungsleiterin, geben Sie dem Mädchen eine Chance, sie ist qualifiziert und ihr Aussehen oder Gewicht spielen für diese Stelle keine Rolle. Darauf erhielt Angelina eine Zusage und war sichtlich erfreut, aber auch verwundert. Angelina beantwortete alle Fragen der Abteilungsleiterin souverän und letztlich war auch diese überzeugt, dass Angelina motiviert und ihren Aufgaben gewachsen ist. Als Angelina das Büro verließ, sah sie den gut aussehenden jungen Mann im Flur und ging auf ihn zu, um sich zu bedanken. Dieser erklärte ihr, dass er sie für eine gute Arbeitskraft halte und er der Meinung wäre, dass sie ein sehr hübsches Mädchen sei und es auch auf die inneren Werte ankäme. Die liebenswürdigen Worte überraschten Angelina und taten ihr sehr gut. Schon lange hatte Angelina keine Komplimente oder wertschätzenden Worte mehr zu hören bekommen. Doch irgendwas lösten diese wenigen Worte bei Angelina aus und in ihr begann ihr Selbstbewusstsein langsam wieder zu erwachen. Angelina begann einige Tage später in dem Unternehmen zu arbeiten und alle waren mit ihrer Arbeitsleistung zufrieden. Hin und wieder erhielt sie sogar Lob von der Abteilungsleiterin, da Angelina ihre Arbeit schnell und vor allem fehlerfrei erledigte. Langsam begann sie sich in der Firma wohlzufühlen und manchmal dachte sie an den jungen Mann, der ihr geholfen hatte, die Stelle überhaupt zu bekommen.
Es verging einige Wochen und sie sah den jungen Mann, wie er durch den Flur ging, und plötzlich erzählte ihr eine Kollegin, dass es sich um den Eigentümer der Firma handeln würde. Angelina konnte es nicht fassen, denn sie kannte durch ihre Arbeit den Wert des Unternehmens und konnte sich nicht vorstellen, wie ein so junger Mann bereits so ein großes Vermögen sein eigen nennen konnte. Doch dies minderte ihre Dankbarkeit über die Hilfe des jungen Mannes nicht und sie konzentrierte sich weiter auf ihre Arbeit und versuchte, durch Leistung zu überzeugen. Doch immer wieder spürte sie abwertende Blicke von Kollegen und Kolleginnen und sie hörte, wie sich diese über sie lustig machten. Dabei wurde sie mit einem Nilpferd verglichen oder als Ebenbild eines Schweins bezeichnet. Auch dass sie nie einen Mann finden würde und ähnliche Aussagen musste sie mit anhören. Als eine Kollegin einer der anderen erklärte, dass Angelina mit dem Gewicht keine Kinder bekommen könnte und erst abnehmen müsse, war es der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Angelina rannte in ihr Büro und brach in Tränen aus. Kurze Zeit später betrat der Chef des Unternehmens Angelinas Büro, denn er hatte ihr Weinen auf dem Gang gehört. Mit ruhigen Worten begann er sie zu trösten und erklärte ihr: "Ich weiß genau, warum du weinst, aber lass die Leute doch einfach reden und konzentriere dich auf dich selbst. Du musst beginnen, dir zu vertrauen und dich selbst zu lieben. Denk immer daran, du bist ein sehr hübsches und intelligentes Mädchen und verdienst es, glücklich und zufrieden zu sein." Bevor er jedoch das Büro wieder verließ, fragte er, ob Angelina nach der Arbeit nicht Lust auf einen Spaziergang mit ihm hätte. Angelina nickte, ohne nachzudenken, und war dankbar für seine tröstenden Worte. Pünktlich zum Arbeitsende holte der junge Chef Angelina an ihrem Büro ab und sie ging gemeinsam spazieren. Die beiden begannen sich zu unterhalten und Angelina erfuhr nicht nur, dass der junge Mann Thomas hieß, sondern auch, dass dessen Eltern bei einem schweren Autounfall ums Leben kamen und er so dazu gezwungen war, das Unternehmen seiner Eltern zu führen. Angelina zeigte für Thomas ebenso Mitgefühl wie er für sie. Nach und nach verbrachten die beiden immer mehr Zeit miteinander und Thomas begann sich in das übergewichtige Mädchen zu verlieben. Thomas beschloss nach einiger Zeit, Angelina seine Liebe zu gestehen. Doch wie er befürchtet hatte, glaubte sie ihm im ersten Moment nicht und war abweisend. Doch als sie begann, über Thomas nachzudenken, erkannte sie, dass er es ehrlich mit ihr meinte. Dennoch bat sie ihn um Zeit und die gewährte ihr Thomas auch, denn er wusste, wie verletzlich Angelina war. Das zweifelnde Mädchen vertraute sich ihren Freunden an und diese rieten ihr, Thomas eine Chance zu geben. Angelina konnte nicht verstehen, warum Thomas behauptete, sie zu lieben, wo doch im Büro so viele dünne Frauen waren. Doch ihre Freunde erklärten ihr, dass es nicht nur auf das Äußerliche ankäme. Trotz ihrer Zweifel gab sie Thomas eine Chance und er enttäuschte sie nicht. Beide waren glücklich und nach einiger Zeit machte Thomas Angelina einen Heiratsantrag. Doch Angelina hatte Angst, Thomas durch ihr Aussehen zu blamieren und sie wusste natürlich, dass hinter ihrem Rücken spöttische Kommentare über sie und Thomas die Runde machten. Nach einiger Zeit schaffte es Thomas, Angelina zu überzeugen und die beiden planten ihre Hochzeit. Es war ein kleines Fest, zu dem nur die Verwandten und enge Freunde eingeladen waren. Dennoch wurden Fotos von der Hochzeit in den Social Medien verbreitet und es dauerte nicht lange, bis sich unter den Bildern hässliche Kommentare sammelten, die boshaft und spöttisch waren. Dies traf Angelina, doch zugleich war sie sich der Liebe von Thomas sicher und dies stärkte die junge Frau. Plötzlich begann sie eine Diät und betrieb regelmäßig Sport. Ein weiterer Anreiz war, dass Angelina gerne Kinder mit Thomas wollte und sie durch das Gewicht unter einem gestörten Hormonhaushalt litt. So verlor Angelina in nur anderthalb Jahren 70 Kilo Gewicht. Langsam, aber sicher begann sich ihr Körper zu verändern und aus der dicken Jungfrau, die sich in Thomas verliebt hatte, wurde eine schlanke Frau, die Thomas genauso liebt. Nun warfen die Leute Angelina jedoch keine spöttischen Blicke mehr zu, sondern vielmehr wird sie beneidet und Thomas wird für seine hübsche, intelligente, schlanke und charakterstarke Frau bewundert und seine kleine Familie, denn Angelina und Thomas sind Eltern eines hübschen kleinen Mädchens geworden, das ihr Glück vervollständigte. Wie ihr seht, hat Angelinas Leben sich komplett verändert und dies nicht nur durch eine Diät, sondern auch durch die Liebe, die ihr Thomas schenkte. Was haltet ihr von der Geschichte? Oder habt ihr vielleicht Ähnliches erlebt und die Liebe hat euer Leben komplett verändert? Wir freuen uns auf eure Meinung und Erfahrung. Bis bald!